Echt jetzt? Das denken Sie sich wahrscheinlich, ob der skurrilen Situationen und Schlagzeilen dieser Woche wahrscheinlich öfter. Wir in den Redaktionen als Medienmacher denken uns das viel, viel öfter. Also warum alleine staunen, wenn es zusammen so viel lustiger ist? Gemeinsam mit meinen schlagfertigen Gästen zerpflücken wir jene Themen, die bei uns für Verwunderung sorgen. Und die Gäste sind dieses Mal Christina Lugner, Society Lady, die das Motto lebt und liebt, klotzen statt kleckern. Vor allem, wenn es um einen ausgefallenen Modegeschmack geht. Jawohl. Markus Nader, Dancing Star mit Schlagkraft, seine Mittelklasse-Boxkampftechnik ist alles andere als mittelmäßig. Stefan Weinberger, TV-Experte der Kronenzeitung, vor seinen Kritiken zittern selbst die ganz Großen. Tamara Mascara, Österreichs wahre Prinzessin auf dem Style-Thron. Ja, das waren noch Zeiten, als wir uns zu Halloween als Mumie verkleidet haben und uns in Klopapier eingerollt haben. Aber dieser Luxus ist vorbei, das kann sich heute keiner mehr leisten. Denn Klopapier ist ein Luxusgut, eines, das wir nicht mehr verschwenden dürfen. Klopapier für alle. Corona hat uns in ein völlig neues Zeitalter der Währungen getrieben. Waren es einst noch Gold und Silber, so ist jetzt der edle Zellstoff, mit dem man seinen Allerwertesten reinigt, die Wertanlage schlechthin. Wer braucht schon einen Ferrari, wenn er 20 Rollen Reserveklopapier im Abstellraum haben kann? Der erste Lockdown hat es uns vorgemacht, von den USA über Deutschland bis an unsere Supermarktkassen ist der Hype des Klopapierhortens übergeschwappt. In manchen Supermärkten gab es sogar Strafzölle für Klopapiersammler. Die zweite 10er-Packung kostet 5 Euro mehr, die dritte gar 10 Euro mehr. Ein wahrhaft schmieriges Geschäft. Die deutsche Webpage merkur.de ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat die Alternativen zum Klopapier aufgelistet. Etwa einen feuchten Waschlappen, direkt nach dem Geschäft zu duschen oder ein mobiles Bidet. Dies sind kleine Fläschchen aus dem Drogeriemarkt, die man mit Wasser füllt und nach dem Klogang durch Zusammenquetschen als Po-Dusche verwenden kann. Happy Po nennt sich übrigens eines dieser Produkte. Irgendwie bekommt man schon beim Gedanken daran Verstopfen. Ja, auch eine Alternative. Und in Amerika hat man ja große Angst vor der nächsten Welle. Man macht das fest am Spiegel der Toilettenpapiere in den Regalen. Also, wer von euch hat gehortet? Gebt es zu. Nein, ich habe keine gehortet. Packung mehr bekommen im März. Ich habe absolut nicht gehortet. Ich habe sogar zu Hause jetzt noch nur mehr Haushaltsrollen, weil ich traue mich nicht einmal Klopapier kaufen. Ja? Weil dann alle sagen wahrscheinlich, da schau, da kommt die Maus mit 10.000 Klopapierrollen. Ja? Aber das ganz ehrlich, die wichtigere Frage ist ja eigentlich, wo kann man das mobile Bidet beziehen? Also das habe ich im Internet gesehen und das heißt Happy Po. Happy Po. Also es gibt kein Happy Ending, aber es gibt einen Happy Po. Das kommt dann. Das kommt danach, das Happy Ending. Ich muss sagen, ich hab eingekauft und massenweise eingekauft. Ich habe einen Keller mit fast 90 Quadratmeter. Voll eingekauft. Ich habe es ja wirtschaftlich. Ich habe Bitcoins, ich habe noch andere Kryptowährungen. Habe mir dann gedacht, ich kaufe Klopapier. Weil jeder macht einen Hype draus. Hab dann gehofft, dass ich bei mir auf der Straße, wenn es ausgeht, was ja der Fall war, das dann halt ums Doppelte verkaufen kann. Und an dieser Stelle wird jetzt deine Adresse eingeblendet. Ja? Und wenn es einen Engpass gibt, kommen alle zu dem dir. Dem war leider nicht so. Ich bin dann dort gestanden. Du hättest mich anrufen müssen, weil im März war ich in 4 Supermärkten im 13. Bezirk und ich habe kein Klopapier bekommen. Aber es gab Taschentücher, damit habe ich mich auch begnügt. Das war der Shop, wo ich einkauft habe wahrscheinlich. Da war ich jede Woche, glaube ich, 4-mal dort. Und habe halt alles aufgekauft. Aber warum Klopapier? Warum nicht Desinfektionsmittel? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja. Das ist eigentlich Desinfektionsmittel, weil grundsätzlich ausverkauft ist. Ich habe immer sehr viel Klopapierrollen zu Hause. Man weiß ja nie, wie viel man isst. Nicht wahr? Das ist schon ein Grund. Also, die Nudeln waren auch ausverkauft. Und ich glaube, der Lockdown ist der Punkt, wo man sagt, vielleicht isst man in dem Lockdown so viel. Wobei, ich meine, die Leute haben ja auch Vorhänge zu Hause, Bettwäsche. Man kann ja vieles auch wieder dazwischen waschen. Ja. Aber darf ich was dazu sagen? Ich habe ja eine Variante. Jetzt haben wir irgendein Papier da? Papier? Das Papier ist wurscht. Nein. Ah, ja. Klopapier. Stellt euch vor, das Klopapier, man kann es ja viel einfacher machen. Dann braucht man nicht so viel Klopapier. Man reißt sich dann immer, also ein Blättchen runter, reißt sich dann am Eck ein Stückchen raus, das kennt man sich genau, da rauf. Okay. Wann wird das gesendet? Um 20.15 Uhr, oder? 20.15 Uhr.
Darf liebe das Kinder zu Hause, ja, bitte nicht alle nachmachen. Fast rein. Wobei, du kannst es anders machen. Du legst das Stückel gar nicht darauf, du legst es darunter, fast rein. Dann nimmst du das Stückel und wurscht dann die Finger. Aber was mache ich mit dieser Stelle? Was mache ich mit den Fingernägeln? Die Frage kommt grundsätzlich, wenn man lange falsche Fingernägel hat. Ist das die erste Frage? Ist statt Guten Tag, wer sind Sie, wie geht's Ihnen? Ist, wie wischst du dir den Arsch ab mit diesen Fingernägeln? Echt? Das kommt sofort. Mario, wie machst du das denn? Mit Klopapier und nicht mit meinen Fingernägeln. Wie haltet man das aber wirklich? Sie ist der Grund, warum es ausverkauft war, weil durch die Nägel musst du zehnlagiges kaufen. Ich brauche immer grundsätzlich ganz, eine ganze ganz, Rolle, damit ich mich nicht schwer verletze mit meinen Fingernägeln. Ja. Was, einmal groß, eine ganze Rolle? Na, mindestens. Na, Sie war schuld, du sagst das. Bei der Versicherungsmeldung steht dann immer dabei, was tun Sie, um das nächste Mal so einen Unfall zu vermeiden? Ja, da musst du dann das Fingernägel schneiden. Ich kaufe ein zehnlagiges Toilettenpapier, damit das nicht mehr passiert. Verwendung Karton. Diese Po-Dusche könntet ihr euch vorstellen, das zu verwenden? Also die Portable sicher nicht. Das ist ja unfassbar. Funktioniert die eigentlich mit irgendeinem, mit einer Hochdruckkapsel oder wie, und muss man es selber betätigen? Oder Stefan, benötigst du einen Kercher dazu? Ich meine, grundsätzlich jetzt zum Kercher. Man kann ja auch ein Chaos verursachen. Nicht? Man stelle sich das vor, man geht irgendwie. Selbst wenn man die verwendet, man braucht ja nachher, man muss das ja abtrocknen. Ich brauche ja wieder Klopapier. Ja, oder du hast Zeit. Ja, vielleicht gibt es einen Hochdrucktrockner dann auch noch dazu. Also ich weiß jetzt nicht, entweder bin ich falsch. Ich habe das Ganze nicht verstanden. Wenn du jetzt den Popsch wascht. Ja. Ganz normal. Ja. Ich meine, Wasser ist genug vorhanden in Österreich. Gott sei Dank. Wenn du dann ein Handtuch nimmst, dann brauchst du ja kein Klopapier dafür. Ja, aber das ist eine sauber, mobile Popsch-Dusche. Das ist ja Flüssigkeit. Vergiss die Popsch generell jetzt da. Popsch-Dusche vergessen? Da braucht man überhaupt duschen und das war ja das komplett das verrückt, ja, das Ganze. Das ist ja, wenn du, ich weiß nicht, im Auto sitzt vielleicht. Oder wenn du für diese Auto? Also du visualisierst schon die Po-Dusche im Auto. Ich überlege, wo diese Po-Dusche zum Einsatz kommen sollte. Mir geht das hier zu weit, obwohl diese Themen definitiv von mir und der Redaktion ausgesucht worden sind. Wir gehen zu einer Person, die dieses Problem gar nicht hat. Heißer Harmony. So heißt die Traumfrau der Zukunft. Und für einige Männer ist diese Zukunft schon Gegenwart. Sie haben ihre willenlose Ehefrau, die auch als Sexsklavin dienen darf. Wollen Sie wissen, wie Ihr Traumpartner in nicht allzu ferner Zukunft heißen könnte? Henry oder eben Harmony. Sie können selbst wählen zwischen 30 verschiedenen Penismodellen oder 50 verschiedenen Nippelvarianten, die Ihre bessere Hälfte künftig haben wird. Und nervt Sie Ihr Partner allzu sehr, können Sie ganz einfach den Stecker ziehen. Echt jetzt? Real Robotics heißt die Firma, die jetzt um schlappe 12.000 US-Dollar einen intelligenten Sexroboter entwickelt hat. Das Ding kann einfache Gespräche führen und vor allem eines, den Fortpflanzungsakt täuschend echt imitieren. Mit Ihnen natürlich. Die Roboter merken sich auch Dinge, lernen einen so besser kennen und geben gute Tipps wie neueste Rezepte der Lieblingsgerichte. Die Silikonhaut fühlt sich täuschend echt an und ist komplett abwaschbar. Ist das in Zeiten von Corona und Kontaktverboten künftig eine echte Alternative für Singles oder einfach nur völlig verrückt? Sexroboter, die Liebespartner der Zukunft. Was also sagt ihr dazu? Zum vorigen Thema und zum jetzigen Thema. Ich war mittlerweile 5-mal in Tokio. Ja. Und das sind diese Analduschen in jedem Klo. Plus Föhn, by the way. Also du kannst da die warme Luft einstellen, die dich dann trocknet im Nachhinein. Und dann nimmst du den Föhn und steckst und drauf. Und es gibt dort einen ganzen Stadtteil, der eigentlich so für Technik und Computer und Nerds ist. Ja. Und wo die Nerds sind, dort sind auch die Porno-Sachen. Mhm. Und da gibt es einen 7-stöckigen Sexshop. Und da gibt es diese Puppen. Teilweise so wie echte Menschen und teilweise aber auch so wie bekannte und beliebte Animationscharaktere. Also du kannst dir dort auch Sailor Moon als
private... Das ist aber lieb. Ja. Da muss ich aber auch dazu sagen, zu Tamara, weil ich war ja selber auch dort, also gerade in Tokio. Im Sexshop. Nein, also da wirst du nicht reingelassen als Europäer. Und das hat einen guten Grund. Ja. Was? Also, es gibt ganz arge Clubs dort, da wirst du als Europäer gar nicht reingelassen. Ja? Mhm. Weil da muss scheinbar wirklich so arg zugehen bei den Asiaten. Damit du verdorben wirst. Ja, nein, dass sie gar nicht wollen, dass die Europäer das irgendwie mitkriegen oder so. Also das muss man schon sagen, weil die durchaus sehr seriös wirkenden, braven Asiaten, also insbesondere Japaner, also ich habe sie in Japan gesehen, die sind gar nicht so brav. Und also hast du jetzt noch Puppen gekauft oder nicht? Nein, aber ich habe gerade gesehen, das gibt es in männlich auch, ja. Ja, ja, na, ja schau. Jetzt, aber Mausi, wir haben ein Geschäftsmodell, das machen wir in Wien, wir zwei. Wir machen das. Also rund um diese Vorgeschichte, mich interessiert jetzt, wer hat so eine Puppe im Schrank daheim, wer kann sich das vorstellen, ganz ehrlich. Wer kann jetzt sich das leisten? Bekenntnisse. Leisten, geburt. 12.000 Dollar. Was kostet die Welt? Was kostet es bitte? Die waren bei Dancing Stars, ja, die haben ein super Gehalt. Ja, genau. Aber ich meine, das wird ja noch langweiliger als echte Menschen mit der Zeit. Also jetzt ganz ehrlich. Weil beim echten Menschen kannst du jetzt trotzdem, auch wenn Jahre vergangen sind, kannst du nicht wissen, was fällt dem jetzt wieder ein. Ne? Und bei der Puppe, der fällt halt nichts ein. Ja, aber da kannst du wenigstens die Stecker ziehen bei der Puppe. Die rennt nicht zurück, die Puppe. Ja, die rennt nicht zurück. Die Puppe hat etwas ganz Besonderes. Die Puppe hat nicht nur Körperwärme, also die haben Heizaggregate eingebaut. Es fühlt sich also sehr menschlich an. Das Silikon wurde verwendet, das man eigentlich für Prothesen verwendet. Also es fühlt sich sehr echt nach Haut an. Und jetzt kommt das Beste, diese Puppe lernt mit. Wow. Das ist eine künstliche Intelligenz. Sie lernt deine Vorlieben kennen. Sie würde dann auch in diese Richtung gehen. Mhm. Man kann sie auch programmieren als zickige Frau, die keinen Sex haben will. Auch da habe ich Videos gesehen. Ja. Das ist ja perfekt. Spaß beiseite. Also ja. Eigentlich wirklich echt traurig, wie sich die Welt eigentlich, wo das alles hingeht. Weil man, die sozialen Kontakte sollen ja trotzdem bleiben und ein sozialer Kontakt mit einer Puppe ist halt sehr, sehr schwierig. Aber will ich gar nicht die auch halen oder die kann ich vielleicht auch als Heizdecke praktisch benutzen? Also ich brauche das ja nicht, was meine Frau mitkriegt. Ja. Und ich sage immer Amen, passt so, ja, ja. Aber wirklich pervers wäre es, wenn so eine Puppe als Trump geben würde, ja, weil das muss man sich einmal vorstellen, ja. Ja, Donald Trump. Aber ich weiß nicht, ob sich das verkauft. Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube, ja. Der ist sogar Puppen. Ja. Putin, wenn man jetzt sicher ist. Das ist wahrscheinlich die Puppen, die 100.000 wert ist. Was ich ein bisschen, wenn wir das Thema jetzt ein bisschen ernsthafter behandeln, was ich ein bisschen schwierig finde ist, also es wird so beworben, man kann dadurch Fantasien ausleben, die vielleicht mit einem echten Menschen nicht möglich wären, ja, also zum Beispiel Gewaltfantasien. Ich würde aber die Befürchtung haben, dass wenn jemand permanent Vergewaltigungsfantasien mit einer Puppe auslebt, dass der eher bereit ist oder dass er, weil er es nicht unterdrücken muss, eher das mit einer echten Person machen möchte. Und das zweite Thema ist, all diese Puppen sind faltenlos, all diese Puppen sehen extrem jung aus. Mittlerweile sind in Amerika diese Puppen verboten, wenn sie aussehen, als wären sie unter 16 Jahre alt. Naja, aha, richtig, okay. So. Mhm. Natürlich, ja. Richtig, mhm. So. Ja. Weil sonst die Sorge haben, dass es ein großer Markt für Pädophile sein wird. Ja. Und da mache ich mir eher die Sorgen, was macht das mit einem Menschen, ja, wenn er diese Puppe hat und was macht der? Das ist ja alleine schon total bedenklich, wenn man sich anschaut, was da mit Snapchat-Filtern und diesen Filterfunktionen sozusagen funktioniert und möglich ist. Dass du sozusagen jünger, älter, anders aussiehst oder beziehungsweise dein Gesicht auch wo reingesetzt werden kann und du siehst fast nicht mehr, dass das ein Fake ist. Ja? Und jetzt verwenden wir das halt auf lustig und setzen uns auf irgendein Musikvideo drauf, aber rein theoretisch ist die Software da und jeder könnte jeden da eigentlich auf alles draufsetzen. Ja. Aber Sexpuppen ist ja keine neue Erfindung, da müsste man die Dr. Gerti Sänger fragen, unsere Sexologin. Naja, Spaß beiseite, die gab es ja schon immer, also eine aufblasbare Sexpuppe, das ist ja keine neue Erfindung. Nein, ist ein Unterschied, aber der sich damals gekauft hat, ist genauso gestört, wie der sich halt so ein komisches Manga-Erlebniswesen kauft. Ja? Also ich glaube, der Mensch, der auf Sexpuppen setzt, hat ein Defizit. Ja? Der gehört irgendwo zu einem guten Therapeuten. Ich meine, es kommt ja an. Ganz kurz, die können auch beobachtet. Wenn sich jemand eine Sexpuppe kauft um 20.000 oder 12.000 Euro, der gehört, ganz ehrlich, der gehört beobachtet, weil das ist aber warum eigentlich? Ja, von wem? Von der Regierung? Von keine Ahnung von wem? Nein, der hat Probleme mit sozialen Kontakten, ganz einfach. Und der hat einfach Angst, abgewiesen zu werden. Aber wenn sich jemand
eine Puppe weist einer nicht ab. Naja, das dann gehört ist mal was anderes, ein Satz heiße Ohren, ja, das ist mal das Erste. Und das Zweite, der gehört beobachtet, weil da kann was nicht stimmen in der Bühne. Das schon, aber ganz jetzt grundsätzlich, diese Sexpuppen finde ich jetzt grundsätzlich, okay, es ist strange, aber ich finde es jetzt nicht gänzlich verwerflich, wenn jemand eben zum Beispiel in einer Kultur lebt, wie zum Beispiel in Japan, wo ein irrsinniger Karrieredruck herrscht, wo Leute wirklich teilweise 24/7 im Büro sind. Ich habe einen Cousin dort, der hat die Hemden in der Schreibtischschublade, weil er nicht nach Hause kommt teilweise. Mhm. Und ja, aber das sind dass ja sechs Puppen keine Lösung. Ja, aber bevor da bevor es eine Kriminalität gibt und ein Typ jemand anderen vergewaltigt, ist man zehnmal lieber, er hat eine Sexpuppe zu Hause oder zehn Sexpuppen zu Hause. Das ist mir dann auch relativ egal. Wenn er vergewaltigt, macht es ohne Sexpuppe, ja. Naja, aber bitte, aber er kann nicht reagieren an der Puppe. Aber ich glaube trotzdem, dass die Leute, du hast das gesagt, ein Defizit haben. Ja? Defizit die sollten, sicher, bevor sie die 10.000 Euro neben einer Sexpuppe investieren, sollten, da haben sie viel Zeit, zu guten Psychotherapeuten zu gehen, denen die Angst nimmt, der vielleicht ein bisschen sie unter die Leute bringt, dass er vielleicht jemanden kennenlernt, den er da nicht einschalten muss und künstlich erwärmen muss. Ich glaube, sowas darf nicht normal werden. Das ist immer ganz, ganz. Der Hersteller sagt zum Beispiel, es gibt einen Nobelpreisträger, der die zu Hause hat, weil der emotional nicht die große Kompetenz hat. Er ist ein wahnsinniger Genie, aber dem fehlt halt auf anderen. Genie und Wahnsinn liegt eng beisammen, wie wir wissen. Ja, also. Aber könntet ihr euch das vorstellen? Ein Nobelpreisträger? Nein. Ja, das würde mich auch interessieren. Könntet ihr euch vorstellen, das mal zu probieren? Also ich auf jeden endlich Fall. Siehst du, da kommen wir wieder zum Thema. War nicht der Donald Trump einmal für irgendeinen Nobelpreis? Nein, er hat sich selber vorgeschlagen für einen Nobelpreis. Das war's. Vielleicht war er das. Das war's. Christina, könntest du dir das vorstellen? Wie? Einen Sexroboter mal auszuprobieren. Als Mann? Ich meine, mit einem Mann, ja? Also. Ja, die gibt es ja männlich und es gibt Henry oder Harmony. Also du kannst ehrlich Harmony ausprobieren. Wenn Wieso heißt eigentlich Henry und Harmony? Das ist unfair. Naja, Harmony, weil, na, schau, also ich muss ehrlich sagen, und das ist jetzt so Pflicht oder Wahrheit, haben wir das letzte Mal gespielt. Ich hatte noch nie etwas mit einer Frau, ja? Ich habe ein Glas getrunken, deswegen traue ich mir das jetzt zu sagen. Ja? Die Zunge sitzt schon ein wenig lockerer. Ich hatte noch nie etwas mit einer Frau. Wenngleich das immer, das muss ich jetzt wirklich sagen, schon so ein unterschwelliger Wunsch eigentlich auch von mir war. Ja? Also, an dieser Stelle blenden wir die Adresse von Christina Lugner ein. Ja, Moment, das Toilettenpapier gibt es bei Markus, alles andere gibt es bei mir. Aber ich meine ganz ehrlich, du hast genau ein Leben und du hast genau eine Lebensdauer und du weißt nicht, wann es vorbei ist. Nein. Und wenn dir das irgendwie unter den Fingernägeln brennt, Honey, you better go for it. Jetzt verstehe ich, in welcher Sendung ich bin. Sag jetzt gar nicht, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja. Oh mein Gott. Das geht nicht. Schau, also in Wirklichkeit leiten wir hier was ein. Wir beginnen mit diesem Analthema, mit dem Klopapier, dann gehen wir weiter zu den Sexpuppen. Ich bin gespannt, wo das hin ist. Obwohl, man muss schon eins sagen, interessant wäre es schon, so einen Harmony-Henry da mal jetzt zu testen. Also so. Naja, einfach, was wird einem erzählt? Die sind aufgewärmt, die bewegen sich gut, die schauen leibend aus. Wissen wir es nicht? Also mal testen, aber 10.000 Euro. Wenn für ein Schnäppchen. Das wäre eine teure Folge. Ein Grinder-Date kann es nicht sein. Wahrscheinlich nicht, nein. Also ich habe noch eine Überraschung für euch. Weil ihr gerade so toll in Fahrt seid, habe ich ein Spiel vorbereitet. Und zwar, unsere liebe Assistentin Florentina wird mit einem Tablett kommen. Auf diesem Tablett liegen 4 Zettel. Es ist so, ich bin für meine Challenges bekannt, also sind sie auch nicht ohne. Ihr müsst jeweils einen Zettel nehmen. Ein Zettel ist markiert, dann habt ihr die beliebte Karte gezogen. Und auf 1, 2, 3 dreht ihr alle um. Wir schauen, wer einen markierten Zettel hat. Dann ruft ihr einen prominenten Freund an und verkauft ihm das Thema Sexroboter. Auf 1, 2, 3 dreht ihr die Karte um. 1, 2, 3. Da fällt mir gerade wer lustiger ein dazu. Das ist also es ist Christina. Aufregt, echt. Das Christina, du darfst Wahnsinn. Einen prominenten Freund anrufen. Ja, ich habe einen prominenten Freund. Ja? Ja. Und du sollst ihm das Thema Sexroboter schmackhaft machen. Du hast einige Worte auf deiner Karte, die du in dem Gespräch unterbringen musst. Na, pass auf, wen rufst du an? Der hat schon 3. Ich mache das mit Lautsprecher oder wie? Bitte mit Lautsprecher und das Telefon zwischen dir und dem Mikro halten. Sie darf aber nicht sagen, dass es auf Sendung ist. Wir haben schon 3 Minuten. Genau, du bist nicht auf Sendung. Also, okay. Nein, du bist privat daheim in der Wanne.
Hallo, halt. Hi, servus, ich was bin's. Was gibt es? Ja, was gibt es? Es viel gibt es. Wie geht's dir denn so, mein lieber Ex? Der Richard ist dran. Wenn mich meine Ex-Frau anruft, ist mir immer schlecht. Das ist nicht die richtige Antwort gewesen. Du, pass auf, hör zu. Wie steht's denn so mit deinen körperlichen Bedürfnissen? Na, meine körperlichen Bedürfnisse sind, seit ich Bruch habe, brauche ich viel mehr Schlaf bzw. viel mehr Zeit, weil ich am Abend und in der Früh turnen muss, dass die Muskeln nicht einschlafen. Und du, apropos einschlafen, ja? Wie steht es denn so mit deinen körperlichen Bedürfnissen? Schläft da auch schon was ein oder passt es noch? Was? Deine körperlichen Bedürfnisse. Naja, ich bin mit meinem Körper zufrieden. Der Schniedel, sag der Schniedel. Du bist mit deinem Körper zufrieden, okay. Sag mal, und wie ist es dann so mit Spaß im hohen Alter? Ich meine, bei dir nicht hohes Alter, du bist ja noch im Welpenalter, so Spaß im Welpenalter. Da hast du ja die Erfahrung noch aus unserer Ehe. Da brauche ich ja keine Anleitungen geben. Über solche Details spreche ich in der Öffentlichkeit nicht. Sag, weißt du eigentlich, dass es so etwas gibt wie einen Sexroboter, die... Das brauche ich nicht, nein. Hast du einen Sexroboter? Nein, habe ich nicht. Bist du sicher? Nein, habe ich nicht. Wie du weißt, haben wir zwei so Mitteln wie Cialis und noch eins haben wir ausprobiert. Ja, das hast du ja getestet, das weißt du ja, ja. Mit dir, ja. Da stellt sich sogar der Eiffelturm auf und der Skiturm von Pisa. Das haben wir perfekt getestet und das wirkt sogar. Haben wir, ja. Bravo. Okay, Bussi. Baba. Wow. Was für Gespräche führst du normalerweise mit deinem Ex-Mann, dass er das nicht seltsam findet? Der findet gar nichts mehr seltsam von mir, aber ich finde von ihm auch nicht seltsam. Aber hat er den Braten gerochen? So Gespräche führe ich nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Ja, ich glaube, er hat unser Lachen gehört. Er hat einen neuen Namen für mich. Er ist nicht der Herr Lugner, er ist der El Stecho. El Stecho. Grande. Ja. Auch bei unserem nächsten Thema geht es um Liebe. Allerdings um eine rein platonische, denn sie ist ja in der Familie verankert. Allerdings ist es so, dass da es vielleicht sogar zu einem Skandal gekommen ist. Darf ein Vater seiner Tochter ein Küsschen auf den Mund geben? Einer darf es jedenfalls nicht, zumindest wenn es nach vielen Kritikern auf Social Media geht. Ex-Fußball-Ikone David Beckham. Der Multimillionär hat seiner 9-jährigen Tochter Harper Seven nämlich ein Bussi auf den Mund gegeben und damit einen waschechten Shitstorm ausgelöst. Sowas tut man einfach nicht, sagen die User. Doch, Beckham ließ es völlig kalt. Bei einem offiziellen Medientermin wiederholte er es wieder vor laufenden Kameras und ließ alle wissen, ich küsse alle meine Kinder auf den Mund, nur meinen 21-jährigen Sohn Brooklyn nicht mehr. Seine Frau Victoria findet das in Ordnung. Auch Joe Biden kennt da keine Hemmungen und küsst die Enkelin vor laufender Kamera auf den Mund. Sind diese Lippenbekenntnisse unangebracht? Das habe ich gesehen vom Joe Biden. Ich finde es absolut nicht unangebracht. Ich finde es absolut okay und in Ordnung. Auch mein Papa hat mir immer wieder ein Bussi einfach auf die Lippe gegeben. Und wir hatten wirklich ein unfassbar schönes Verhältnis miteinander. Also ich finde da überhaupt nichts Verwerfliches oder nichts Unnatürliches dran. Und ich finde das absolut okay und in Ordnung. Ich weiß auch nicht. Das ist so ein Schwachsinn, was da aufgemacht wird für vollkommen einen Fass. Schwachsinn. Dass man seinem eigenen Kind keinen Kuss auf den Mund geben kann. Und das also, können nur, ohne Entschuldigung, dass ich dir jetzt ins Wort falle, das können nur Leute sein, die entweder keine Kinder haben und sich das denken. Wobei sich da wirklich sehr, sehr viel ändert, wenn man eigene Kinder hat. Ich bin Papa von einer kleinen Tochter und für mich, vor 2 Tagen habe ich die Frage gestellt, wie das ist. Ich bade mit meiner Tochter, ich gebe einen Bussi auf den Mund, wie das ist, wenn die älter ist. Weil dann geht es ja nicht mehr. Ich meine, Bussi am Mund wird immer bleiben, das bin ich 100% sicher, dass sich das nicht ändern wird. Beim Burschen, wie du gesagt hast, ist es natürlich anders.
da lasst man das dann wahrscheinlich, mit, wenn der 21 ist, aber mit meiner Tochter ist das ganz klar. Aber das ist für den Papa dann auch sehr, sehr schwierig. Jetzt bade ich mit ihr zweimal die Woche. Mhm. Und das, wenn das dann irgendwann mal nicht ist, nicht weil ich es nicht will, sondern weil sie dann sagt, Papa, ich will nicht hin und her, das wird wahrscheinlich ein schwieriger Moment für mich sein. Aber Bussi am Mund, das, ich meine, jeder, der das sagt, der ist ja geistig abwesend. Das ist ja nicht normal. Und genau das eine ist ja schön in der Generation, weil wir selber sind ja ganz anders aufgewachsen. Also mit mir hat, also kein Elternteil hat mit mir jetzt gebadet. Ja, ich habe auch mit meiner Tochter gebadet und es ist total natürlich und total normal. Und ich finde das irrsinnig schön, aber wir sind halt anders aufgewachsen und uns ist auch nicht, sage ich jetzt einmal, nicht diese Innigkeit eigentlich zuteil geworden, die wir jetzt eigentlich leben, also so in meiner Generation mit unseren Kindern. Mhm. Man sieht aber wieder, da rächt sich wieder halt in so vielen Fällen Social Media. Ihr habt alle einen Instagram-Account, wo ihr das... ich habe keinen. Keinen, okay, also da ich drüben, ja. Eigentlich sehr schade. Wo man das halt sieht, ja, ich meine, jeder Schwachsinn wird kommentiert oder nicht Schwachsinn und sowas wird plötzlich zum Thema gemacht. Ja. Und ich meine, wir steigen auch schon drauf ein und reden. Also am besten sollte man darüber gar nicht reden, genau, und einfach sagen, ich meine... Keine Plattform. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Kommen und... Ich meine, das ist ja wirklich ein ernstes Thema. Das ist ja wirklich, ja. Sowas ist geistiger Dünnschiss, was die Leute davon sich geben. Das können nur Leute sein, die keine Eltern sind und sich... vielleicht noch nicht wissen, wie das ist, wenn du mal ein Kind hast. Jeder, der sein Kind nicht küssen will, da fehlt ja eh schon wieder was. Das wird anders sein, dass er Puppen abbestellt. Ist es nicht auch eine irrsinnige amerikanische Geschichte, die da auf Europa drauf geklatscht wird, eben durch Social Media und durchs Internet? Wir alle rücken näher zusammen, aber ich glaube nicht, dass das etwas besonders Europäisches ist, dass man sagt, man kann sein Kind nicht auf den Mund einen Bussi geben. Ja. Nein, das ist sicher diese US-Brüder. Aber wann ist die Grenze? Also zum Beispiel die Enkelin von Joe Biden ist erwachsen oder halb erwachsen, ich glaube, es müsste so Teenageralter sein. Das war auf einer Bühne, der hat sich umgedreht, der einen Bussi auf den Mund gegeben. Aber da spielen sich ja noch ganz andere Sachen ab in diesem Bereich Joe Biden und seine 1000 Kinder oder so. Ja, das ist irgendwie auch ein bisschen eine strange Geschichte. Da gibt es so Zusammenschnitte, wo nicht nur ein Bussi der Enkelin gegeben wird, sondern da wird irgendwo hingegriffen und es ist strange. Ich denke mir, wenn das der Enkelin recht ist und ihm recht ist und das ist alles in Ordnung, ja. Also ich gebe meiner Mutter auch einen Bussi. Na und? Also ich meine, das ist ja... Ich glaube, gerade bei ihm ist es schwierig, weil er stand natürlich irrsinnig unter Beobachtung und ich habe diese Mitschnitte auch gesehen. Es ist halt mal die Hand um die Hüfte bei einem kleinen Kind oder eben dieses Bussi, obwohl sich das Kind wegdreht. Nichtsdestotrotz, es wurde ihm bis jetzt nichts nachgewiesen. Es gibt keinen Gerichtsprozess. Es ist ein Zusammenschnitt von einem Mensch, der offensichtlich sehr touchy ist. Und ich habe auch diese Freunde, meine Omas, die, auch wenn sie mit mir reden, schon den Arm auf die Schulter haben. Aber du, entschuldige, viel mehr ist doch zu hinterfragen, warum die Enkelin von Joe Biden mit der Tochter, ich glaube Tiffany heißt sie, von Trump, auch Küsse ausgetauscht hat. Das habe ich nämlich jetzt erst gesehen, ja, nämlich in ihrer Kommilitonenzeit. Also das ist ja wesentlich interessanter noch, ne? als alles andere, weil das... Da kommen wieder so Christinas Fantasien. Ja, absolut. Ja, man sieht's, ja. Müssen sich Promis alles gefallen lassen? Na, sicher nicht. Also ein Beckham, der musste ja auch drauf reagieren. Der hat gut drauf reagiert, indem er dann wieder ein Foto, die Leute im Mund dort machen und gar nicht drauf einsteigen. Ich glaube, einen Post hat er gemacht, wo er sich da ein bisschen geäußert hat darüber. Aber sonst war ja nichts und das finde ich gut. Ich glaube, an dem perlt es ab. Nein, ich glaube, wenn es zu tief wird, glaube ich, meldet er sich dann schon mit einem Statement. Aber ich glaube, an dem ist schon so viel, was der mit seiner Frau, ist jetzt geschieden, nicht geschieden, die Versöhnungskinder, kein guter Fußballer, doch ein guter, seine Frisuren. Also Seine Affären, seine vielleicht doch nicht Affären, was weiß man schon. Und Gwen Stefani ist ja irrsinnig geschädigt worden, weil ihr Sohn sich irgendwie anmalt und die Finger Nägel angemalt und lackiert hat und die hat dann auch gesagt, na und, das ist ein Kind und der macht halt, was er will und wenn sich der jetzt die Nägel lackieren will, dann lackiert er sich halt die Nägel. Ja, mein Gott, kommt alle runter. Ja. Aber das ist dieses Social-Media-Ding, jetzt ist jeder ein Politexperte, jeder ist ein Covid-Experte und dann ist jeder ein Erziehungsexperte. Ja, ich bin auch ein Experte. Ich bin auch der Experte für alles. Das habe ich gewusst. Hier sitzen die Experten. Es ist die Experten. Du nimmst den Harry, oder? Und in der Mitte sitzt die Expertin, Herr Weinberger, auf den billigen Plätzen, die den Sendungsablauf im Kopf hat. Und jetzt ist Zeit für die Werbung. Eine kurze Pause und dann reden wir über ein Thema, über das kein Promi offiziell reden möchte. Schönheitsoperationen. Aber geh. Okay.
fast noch häufiger als Klopapier in diesen Tagen, ist etwas anderes in Verwendung, und zwar Instagram-Filter. Blöd nur, wenn das Spiegelbild rein gar nichts mehr mit dem Social-Media-Profil zu tun hat, bleibt nur noch der Gang zum Beauty-Doc. Doch der kann manchmal etwas schief gehen. Und das Messer? Dann wird's besser. Egal ob Supermodel Pamela Anderson, Megan Fox oder Fußballstar Wayne Rooney, die Schönheits-OPs nehmen weltweit immer mehr zu. Die Selbstoptimierung fängt beim Social-Media-Filter an. Da der aber im echten Leben noch nicht funktioniert, muss der Chirurg ran. Doch was meint ihr? Gehören diese OPs mittlerweile ganz normal dazu im Leben von Reich und Schön? Oder denkt auch ihr an eine Schönheits-OP? Mit Vollgas zur Perfektion? Dann sind Unfälle vorprogrammiert. Die Totalschäden sind dabei leider oft nicht mehr zu reparieren. Davon können auch einige Promis ein Liedchen trällern. Wobei trällern bei so manchen Lippen vielleicht gar nicht mehr möglich ist. Da ist viel schiefgegangen. Markus hat es gesagt, da ist viel schiefgegangen. Das ist die Shopping Wildenstein, bitte. Die lebt in New York und sie wollte eigentlich nur eines, sie wollte ihren Mann gerecht werden. Ihr Mann hatte eine besondere Liebe zu Wildkatzen und sie wollte sich zur Wildkatze operieren lassen. Und deswegen hat sie so ausgesehen, er hat sich trotzdem scheiden lassen. Das ist der Nächste, der die Therapie und sie und er. Ja, und jetzt schaut sie so aus und ist alleine. Ne? Das ist schon eine Ironie des Schicksals. Ja. Wie steht es ihr zu Schönheitsoperationen? Es gilt die Unschuldsvermutung. Liebe Christina, ich habe dich wahrscheinlich schon bei 15 WhatsApp-Terminen mit Kamera begleitet. Das muss der andere gewesen sein. Nein, ich sage euch eines. Ja, ich lebe nach den drei großen Säulen. Ja, und zwar ganz viel Wasser, etwas Wein und ganz viel Worsack. Also die drei großen Ws in meinem Leben. Das finde ich sehr schön. Ja, drei großen Ws. Nein, ich finde, jeder soll das machen, wie er beliebt, also wie er möchte. Und wenn die Dame ausschauen will wie eine Wildkatze, dann hat sie das Recht dazu auszuschauen wie eine Wildkatze. Ich habe in New York Frauen gesehen, die haben eine Nase gehabt, die war kleiner als eine Erbse. Nichtsdestotrotz, sie hat es entschieden, ihr Mann hat es höchstwahrscheinlich bezahlt. Whatsoever. Was ich interessant finde bei Schönheitsoperationen, weil das ist ja ein Thema, das ich weiß nicht so alt ist wie die Menschheitsgeschichte, ich meine, ich weiß nicht, wann diese Schnippelei losging, aber wie man Michael Jackson damals verfolgt hat eigentlich, das war so das Erste für mich irgendwie, wo der sich von eigentlich einem ganz hübschen Burschen, schwarzer im Thriller-Video, plötzlich zur Fratze entwickelt hat. Thriller-Video war er ja schon vor weißen Fratze. Aber danach kamen eigentlich viele solche Folgebeispiele hoch. Und dass es die Leute, Greti und Pleti, nicht abgeschreckt hat, eigentlich in diese Fußstapfen zu treten. Nein, im Gegenteil, die Leute tun es wie verrückt, weil sie immer glauben, mir kann das nicht passieren. Und du siehst aber auf der Straße, Kärntner Straße und auf den Boulevards der Welt, Schlauchbootlippen, Russinnen mit Taschen, alles schauen so aus. Also, alle schauen gleich aus. Alle haben die gleichen Schlauchbootlippen und die gleichen Nasen. Das ist unfassbar. Also ich gebe den ganzen jungen Mädchen einen heißen Tipp. Wenn der Arzt sagt, die Lippe soll sich nach außen rollen, geh von diesem Arzt weg. Niemals diese Lippe nehmen, sieht billig aus. Immer so aufspritzen lassen, dass es einfach nur voluminös aussieht, aber die Lippe darf sich nie nach außen rollen. Okay. Für diese Show ein bisschen zurecht gemacht. Sieht man da irgendwas? Passt schon super. Ja, ich finde eigentlich auch, Stefan. Also Stefan ist hier unser Kandidat Nummer 1. Würdest du, wenn du eine Freundin hast oder eine gute Freundin oder die Frau von einem Freund und die hat solche Lippen wie diese junge Dame mit den dunklen Haaren, die wir vorher gesehen haben, also so, dass die von der Nasenspitze bis zum Kinn geht, würdest du etwas sagen? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ein Lachkrampf. Nein, ich würde nichts sagen, weil ich ein höflicher Mensch bin. Und ich will meinen Senf da nicht dazugeben. Aber ich denke mal meinen Teil. Da ist irgendwas schief. Also mich würde halt sehr, sehr brennend interessieren, ob der Arzt einen Fehler gemacht hat oder ob das wirklich von ihr war. Aber ich würde sie nicht fragen. Ich würde das wahrscheinlich dann hinterrucks dann von den anderen Leuten erfahren wollen. Aber ich würde sie persönlich nicht ansprechen. Es ist jeden Seins. Ich halte wenig davon. Ja, jeder wie er will. Und wenn er sich so wohl fühlt, dann soll er sich natürlich die Grenzen. Hat Arthur Worsack jemals gesagt, das mache ich nicht? Der Arthur schlägt mir eigentlich die Sachen vor. Ja? Also er sagt, du, pass auf, wir machen das brauchen wir nicht, aber das machen wir und das machen wir. Zum Beispiel was?
Na, ich wollte zum Beispiel ein ganzes Facelifting machen. Er hat gesagt, bist du wahnsinnig? Und mit dem halt ein Facelifting machen? Nein. Ich kenne auch Facelifting beim BMW. Sieht's doch eh alles. Das gibt's ja nicht. Schau, der Stefan, ich liebe ihn, ja. Er ist ein wahrer Freund, da, ja. Da gibt's jetzt nicht viel zum, oder... Aber was ist der nächste Warsek? Nein, schau, der Warsek begleitet mich seit meinem 30. Lebensjahr im Prinzip. Ja? Und der Arthur ist wirklich ein sehr guter Freund von mir. Und alles, was ich medizinisch durchgemacht habe, hat er auch mit mir durchgemacht. Egal, also was auch immer, also auch schlimme Sachen. Ja? Sasa weiß es teilweise, also teilweise auch sehr schlimme Sachen. Aber... Arthur ist ein sehr ehrlicher Mensch. Er sagt ganz einfach, du, das brauchst du nicht, aber dafür, das brauchst du. Also er sagt genau, was ich machen soll. Jetzt haben wir ein medizinisches, ein im Dämmerschlaf durchgeführtes Mikroniedeling gemacht. Und wenn ich euch da das Foto zeige, ja. Verzeihung, an was? Da könnt ihr gleich zusperren, ja, weil das schaut aus wie eine Halloween-Maske. Aber es ist der Wunsch schon, nach ewiger jung auszusehen. Naja, entschuldige, Haut. Es ist natürlich so, dass wir alle zwar alt werden wollen, aber nicht alt aussehen wollen. Ja? Aber warum also nicht? Das ist na, warum nicht? Keiner will heute aussehen. Weil ich schon eine Babyhaut haben kann, wie du, lieber Stefan. Also du machst ja auch Sport und deine Haare sind ja auch blond und vielleicht nicht ganz natürlich blond. Aber ich bei uns ist das anders. Das ist überhaupt nicht anders. Das stimmt überhaupt nicht. Ihr seid ja auch hergerichtet und ihr macht auch eure Haare und ihr macht auch Sport und ihr schaut auch, wie ihr ausschaut. Es ist einfach nur ein anderer Maßstab. Und wenn du dir aber auch anschaust, wie Männer in der Öffentlichkeit, also was okay ist für ein männliches Aussehen in der Öffentlichkeit, dann hast du weißhaarige Politiker mit dicken Bäuchen, wo das Kinn über den Hemdkragen drüber hängt. Und da fragt aber niemand, Pfarr, der ist aber fett. Und sitzt da jetzt trotzdem im Fernsehen. Ja, bei einer weiblichen, ja bei einer weiblichen Politikerin ist egal, was sie sagt, das kann noch so super sein. Naja, aber die Haare... Aber muss ich auch wieder dazu sagen, das liegt auch an den Menschen. Wenn sich jemand da aussehen, okay, liegt im Auge des Betrachters, ist einmal eine Sache, aber ich würde mich nie, wenn eine dick ist, oder es ist bei jeder Frau, weil du jetzt sagst, die Frau... In jeder Frau findest du was Schönes und wenn die dicker ist, dann ist sie halt dicker. Naja, aber das Gesicht dann glatter. Aber das sagst du jetzt. Ich spreche jetzt nicht davon, was wir uns überlegen, was sozusagen richtig ist zu sagen und zu denken, sondern ich spreche von dem, was eine breite Masse an Allgemeinheit sozusagen wirklich drüber haut, über die Leute. Es ist in Wahrheit der Grund, warum Eva Glawischnik die Position bei den Grünen abgegeben hat, weil... sie immer wieder gesagt hat, dass sie das nicht duldet, wie mit ihr umgegangen wird. Denn mit Politikern, mit Männlichen, wird nicht so umgegangen. Mhm. Da wurde gesagt, ihr Gesicht ist dick geworden, die Haare zu dünn, hat die was machen lassen oder was nicht. Vergewaltigungsfantasien. Also da sind wir halt beim Thema, dass Frauen, glaube ich, in der Öffentlichkeit mehr tragen müssen als Männer in der Öffentlichkeit. Ja, und es gibt auch wenig Moderatorinnen, die 50 plus im Fernsehen sind. Naja, du schaust aber super. Nein, du schaust super. Nein, aber für 50 plus ist das okay? Absolut. Und recht, denn ihr Männer habt es wesentlich einfacher. Je älter ihr werdet, umso interessanter werdet ihr. Je grauhaariger ihr werdet, glaubt's mir's, desto interessanter werdet ihr. Plus grauhaarig, weißhaarig, das gilt. 1-0, Stefan. Nein, das steht für Testosteron pur. Das steht für Lebenserfahrung, für Testosteron. Das macht euch total also wow. Also ganz ehrlich, oh ja, doch. Junge, knackige Burschen sind auch nicht schlecht. Da denke ich ganz anders als du, weil ich doch eher sehr affin bin, eher für ältere Männer. Okay. Und deswegen das grauhaarige, weißhaarige finde ich nur. Es ist sehr richtig, Tom. Es gibt die Unschuldsvermutung. Es gibt die Unschuldsvermutung, aber ich glaube, da hat jeder seinen Typ. Aber wir Frauen müssen ein bisschen mehr aushalten. Ihr müsst übrigens jetzt auch ein bisschen was aushalten, habe ich beschlossen. Oh. Denn ich habe mir wieder mal ein lustiges Spielchen für euch überlegt. Ein so einfach lasse ich euch nicht davonkommen. Es gibt zwar hier heute keine Botox-Party. Schade. Aber dazu habe ich mir gedacht, ein bisschen Party gibt es. Also gibt es Partyspiele und da habe ich mich so richtig, richtig ins Zeug gelegt für euch. Thank you.
viel Mühe habe ich mir noch nie für ein Getränk gegeben und serviert wird es von unserer lieben Florentina mit meinen Lieblingsdrinks beim Spiel Shot oder Wahrheit. Jesus Christ. Liebe Tamara, Shot oder Wahrheit. Jetzt komme ich gleich als Erste dran, oder was? Und wer du bekrittelst meine Garnitur. Ist da eh nicht irgendwas Lebendiges drinnen, oder? Nein. Okay, ich mag übrigens dein Outfit Wednesday Addams, real nice. Okay. Ich glaube, es ist ein Fischhoden. Also Shot oder Wahrheit? Du sagst Shot, okay. Das riecht so wie irgendwie so diese, so eine Fleischsoße oder so. Wenn es nur das wäre, meine Liebe. Okay, ja. Shot oder Wahrheit? Ja, hat eh schon. Kann ich die Frage vorher wissen? Nein. Bitte lass mich trinken. Sag du die Wahrheit, bitte. Ich will keine Wahrheit sagen. Wahrheit. Wahrheit? Ja. Okay. Ich trinke. Liebe Tamara, hast du dich schon mal unter das Messer gelegt? Ach, wenn so ja, was hast du machen lassen? Das ist ja eh langweilig. also ich habe auch einen sehr gut befreundeten Arzt und ich hätte von Natur aus so ein relativ maskulines Kinn bekommen sollen. Mhm. Und also mit so einem Arsch in der Mitte. Und den habe ich mir auffüllen lassen. Dann war der nächste Step, als ich 25 war, die Stirn und die Zornesfalte und hier in den Augenwinkeln zu botoxen, damit die Augen nicht anfangen zu hängen. Du bist jetzt 32? 32. Seit 7 Jahren. Dann habe ich meine Lippen aufspritzen lassen, meine Wangenknochen aufspritzen lassen. Ich habe hier Fäden drinnen, die hinaufziehen und ich habe da Fäden drinnen, die hinaufziehen und ich habe unter der Nasolabialfalte jeweils 20 Fäden auf jeder Seite. Ich liebe sie, die Tamara, echt. This is what she did and this is why she looks like she looks like. Und so ehrlich, und wirklich. Spürt man, wenn man, spürt man diese Fäden? Nein, ich war ja nicht irgendwo nicht in einem Hinterhof. Ja, was weiß man? Nein, die Fäden spürst du gar nicht. Fäden spürt man nicht. Das ist eine tolle Geschichte und die machen einen super Effekt. Also ich kann nicht das Marionetting mal nehmen und sagen, du kannst mich immer als Marionette. Oh. So. Wir sind wieder bei der Puppe. Bei der Puppe. Deshalb habe ich es ja gesagt. Ich habe gespürt, er hat einen Fetisch. Ein Themenkarussell. Aber das Karussell dreht sich weiter für Markus Nader. Ich gern was. Shot oder Wahrheit? Ich meine, ich habe keine Operation gemacht, werde auch nie einen machen. Einfach runter mit der Pfütze. Na, ganz austrinken. Aber hallo. Wohin drehst du dich? Willst du aufstehen und gehen? Das schmeckt ja zum Scheiß. Entschuldigung. Erzähl uns was über das Aroma, das ich für dich gemischt habe. Das ist sehr schwer zu sagen. Fisch. Ich sehe da Tränen, die es dir in die Augen treibt. Oje. Das ist ja waffenscheinpflichtig. Ja, deswegen hast du ja auch getrunken. Und ein bisschen was Scharfes ist drin. Achso, das war dieser Dings wahrscheinlich, dieser Sushi. Dieser du verkraftest den Shot, wir gehen weiter mit Stefan Weinberger. Das stinkt auch so. Her, das Shot super. Oder Wahrheit? Ich meine, ich speibe nicht leicht, aber bei dem... Ah. Na, trau dich. Ich graus so wahnsinnig vor diesen Sachen, das ist unglaublich. Ich will da gar nicht dran riechen. Also der Gedanke, was die beim Dschungelcamp alles Wahrheit fressen... Sag endlich die Wahrheit und red nicht drauf. Ja, Wahrheit. Wahrheit. Okay. Das ist eine tolle Frage, die ich mir für dich überlegt habe, weil ich weiß, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Super. Bei welcher deutschsprachigen Schauspielerin bist du dir sicher, dass sie etwas machen hat lassen? Veronika Ferris. Ja, da gibt es viele. Ja, ich möchte Namen nennen, auch wenn du nie wieder Interviews bekommst. Ja, also die Ferris sicher, ja. Wer noch? Also ich glaube, ich kenne welche, die haben nichts machen lassen, da sieht man es auch. Aber ich glaube, bei allen, die dieses glattenhafte Puppengesicht haben mit den faltigen Händen unten, die sind so oft willkommen. Die du auf den roten Teppichen siehst, ich meine, da siehst du sowieso. Ja? Mhm. Und das finde ich ja immer auch das Lächerliche dran, dass man eben sagt, und da meine ich Christina. Deswegen habe ich meine Hände aufspritzen lassen. Naja, da wird's, aber irgendwann wird es. Die Hände auch wieder zum Gesicht passen. Irgendwann wird es dann für mich irgendwie. Albern, weil ich meine, dieses in Würde altern, wie zum Beispiel eine Christiane Hörbiger. Geh scheiß drauf, in Würde altern, bitte. Wer will Würde Nein, aber Moment, ich weiß ja, was du raus willst. Was soll man dazu stehen? Hörbiger hat mir gesagt, sie turnt jeden Tag beim offenen Fenster 10 Minuten. Bitte, die macht Sport, die schaut gut aus, du hast eine tolle Figur. Die Hörbiger hat einfach, she's got a face. Mhm. Und ich meine, davon lebt auch ihr Gewerbe, das Schauspiel. Und all die Schauspieler, wie die Nicole Kidman, also mit die gibt man eh kein Interview,
Aber eine Nicole Kidman wird ja albern, weil ich meine, das bitte schon mal nach weg, das riecht bis daher. Da wird es dann für mich albern, weil warum die überhaupt noch einen Hollywood-Vertrag kriegt für einen Film, die könnte Sexroboter spielen, vielleicht ist die im nächsten Film. Da war doch mal ein Film mit den Housewives, wo sie ja, glaube ich, natürlich, und vor allen Dingen, sie steht nicht dazu, und das finde ich ja total lächerlich, denn wenn man etwas macht, dann sieht man das ja auch sofort, das ist ja total lächerlich, und warum nicht dazu stehen? Schaut oder Wahrheit? Wahrheit natürlich, ja klar. Wahrheit? Welche OP bereust du und würdest du nicht mehr machen? Wie bitte? Welche OP würdest du oder bereust du und würdest du nicht mehr machen? Na gar keine natürlich, du. Ich habe alles. Nein, ich meine, du, was habe ich gemacht? Ich habe den Busen gemacht. Ich habe auch wie die Tamara Feth gemacht, rechts und links da einen. Botox. Na, einen da, einen da. Nur einen? Na, einen da, einen da. Oh, okay. Ja, also da. Was macht denn diese Fäden? Die ziehen dir das in die Höhe einfach. Ja. Also was normalerweise ein Lifting gewesen wäre, ziehen sie dir einfach so in die Höhe, ohne halt, dass du halt längere Zeit ausfällst, ja. Botox gespritzt, ja. Das machen wir auch. Also du bereust nichts? Nein, ich bereue gar nichts, um Gottes Willen. Ich bereue überhaupt nichts in meinem Leben. Nicht einmal den Richard bereue ich, ja. Ich bereue nichts. Ja. Bravo. Bravo. Ja. Sehr gut. Wer ist der Richard? Der Stecho? Der Stecho? Der Stecho. Du gehst dann mit in die Annalen ein. Elstecho. Ich habe noch mehr Fragen zu euren Körpern. Hand aufs Herz. Haben Sie während der Quarantäne jeden Tag 2x Zähne geputzt? Natürlich. Jeden Tag geduscht? Natürlich. Und bei Videokonferenzen auch untenrum wirklich eine echte Hose gehabt? Natürlich nicht. Nicht einmal bei dir, Sasa, wie wir dich gechattet haben, war ich unten ohne. Die Frage ist, darf im Alltag... Oh, ja, es war so. Ja, aber oh mein Gott. Livestreams in Drag gemacht und hatte unten eine Jogginghose und Socken an. Das ist irrsinnig lustig. Laut auf den billigen Plätzen. Ich wollte hier eine Moderation machen. Ich fing im Lack auf nicht mehr machen. Schlimm wäre es gewesen, wenn es aufgestanden wäre. Kurz in die Kugel gehen. Oh, sorry, ich bin schon wieder da. Okay, also ich würde gerne das nächste Thema anknüpfen. Das Stichwort für den Einspieler ist Rums. Frank Schneider ist ein typischer Deutscher. Korrekt, korrekt und korrekt. Frank Schneider ist außerdem Leiter eines Supermarkts in Duisburg und als dieser erraten doppelt korrekt. So warf er erbost eine Mutter mit ihrer Tochter aus dem Geschäft, weil diese noch ihren Schlafanzug trugen, als sie ihre Einkäufe erledigen wollten. Dem nicht genug, brachte der tapfere Schneider flugs danach Warnhinweise in Form von 2 DIN-A4-Zetteln am Eingang seines Geschäfts an. Dort stand: Personen mit Morgenmantel oder Schlafanzug haben keinen Zutritt zu unserem Laden. In Windeseile wurde der korrekte Frank Fatale zum Social-Media-Thema Nummer 1. Das wollte ich doch alles nicht, jammert der überforderte Filialleiter. Ich will doch nur anständig gekleidete Kunden, sonst kommt bald jemand, der nur einen Borat-Badeanzug trägt. Na, das wäre aber auch ein Skandal allererster Güte und sowas von gar nicht korrekt, lieber Frank. Sei mir nicht böse. Also. Sie geht voll auf. Tamara redet von Wecker von 5 Euro. Wir reden von einem Dresscode für einen Supermarkt. Braucht ein Supermarkt einen Dresscode? Kann ich da nicht im Schlafanzug hingehen? Na, unten ohne kann man nicht kommen. Ne? Also ich meine, man muss schon... Wie du in den Interviews sitzt. Ne? Nein. Ja. Ich darf nur nicht aufstehen dabei. Ja. Ne? Aber natürlich, ich meine, der Vorteil beim Homeoffice ist, dass man nichts anziehen muss. Ja, man muss halt oben irgendwie so bis daher so halbwegs gedressed sein. Wir haben ja auch telefoniert, videotelefoniert im März. Da warst du auch noch ein bisschen verschlafen. Ja. Habe ich mir gedacht, Frau, cool, die Sasa schaut genauso aus wie ich, verschlafen. Super. Scheiß drauf, schmink ich mich nicht. Ja, scheiß drauf, schmink ich mich nicht. Genau. Habt ihr in der Quarantäne irgendwas vernachlässigt? Wärt ihr im Pyjama in den Supermarkt gegangen? Nein. Oh ja. Im Pyjama nicht. Pyjama? Na. Du kennst meinen Pyjama nicht. Also wenn das ist dein, ihr Pyjama. Ja, eben. Also wenn das dein Pyjama Deutsche ist, und dann Gabbana natürlich. Pyjama, also bei mir ist der Vorgang so, ich muss aufstehen, darf auf die Toilette gehen und dann sagt meine Frau schon, zieh dich um.
ich darf nicht mit dem Pyjama auf meiner Couch liegen. Wir sind schon wieder bei der Toilette, beim Toilettenpapier, bei Markus. Du ziehst die Toilette um? Nein, ich gehe dann in meinen Schrank rein, in den Schrankraum rein und muss mich dann umziehen. Aber hat der Supermarktbesitzer, hat er recht? Weil wir reden jetzt über Dresscodes. Na, will er was verkaufen nicht okay? Oder nicht? Also mir ist das wurscht, der Supermarktbesitzer, ob mir der die Wurst abkauft in der Unterhosen oder im Pyjama. Ich meine, die Leute haben, du hast ja, was sagt Karl Lagerfeld, nicht mit... Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. Vorher gegen die Jeans gewettert, dann hat er die Jeans getragen, wie er dünn genug war. Also was der teilweise von sich gegeben hat, war halt auch PR und zwar groß geschrieben. Ja, weil eine abgebundene Knackwurst war mit der Jogginghose damals eine Zeit lang. Ja, genau, mit Stegkragen. Prinzipiell, ich finde, wenn das jetzt nicht ungustiös ist, aber ich meine, das ist jedem selbst überlassen, aber es steht ja keine Regel, wie du dich anzuziehen hast, außer in der Kirche, ja, da darfst du jetzt keine kurzen Hosen anziehen. Ich finde, gepflegt muss das sein, also wenn der Pyjama und der Morgenmantel sauber und ordentlich sind, ja. Warum auch nicht, bitte. Und wenn es nicht allzu streng riechst, dann passt das. Ja. Dann hätte ich einen Vorschlag für nächstes Mal, wenn wir kommen, wir machen eine Pyjama-Party und treten einfach alle hier im Pyjama auf. Voll ihr seht, wie schnell es gehen kann mit euch. Danke für diese großartige Stunde eigentlich. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben geschafft, eine Moderation zu verhunzen, weil ich gelacht habe. Das ist auch etwas. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Wieder mit spannenden Themen, spannenden Gästen und sehr viel Lachen. Echt jetzt, 20.15 Uhr, Krone TV. Wir sehen uns wieder.